Bitte gib mir diesen Croc. Please. Danke. Das ist der erste von zwei Crocs, der mir hier mitten in der Wüste noch fehlt, auf den ich seit 8 Jahren warte, dass die Früchte wieder nachwachsen. Friends, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und heute ist der Moment gekommen, wo wir uns langsam aus der Wüste wieder zurückziehen. Wir haben hier so gut wie alles gesehen und werden vermutlich erst zu DLC-Zeiten wieder zurückkommen, wenn wir uns um den DLC kümmern. Denn wir werden heute dort vorne ein bisschen ins Gebirge gehen. Wir werden uns ein bisschen anschauen, was das Gebirge für uns übrig hat. Ob es da was für uns zu tun gibt, ob es das da für uns zusammen gibt. Und Spoiler, da gibt es was für uns zu tun. Wer hätte es gedacht? Und währenddessen habe ich Lust mit... ich düse einfach in die komplett falsche Richtung. Währenddessen habe ich Lust, ein bisschen mit euch zu träumen. Aber was heißt zu träumen? Also jetzt nicht im Dreamer-Sinne, dass ich quasi davon träume, wie ich meine Person bald haben möchte oder wie ich meinen Charakter oder wo ich mich als Mensch sehe, sondern ich sag mal ein bisschen materialistischer träumen, ein bisschen in Gedanken abschweifen, weil in langen Teamspeak-Sessions mit David habe ich gemerkt, wie geil es ist, sich einfach nur irgendwelche Fantasiewelten aufzubauen, indem man sich einfach irgendein Szenario überlegt, wie man gerne in Zukunft leben möchte. Und so wie ich es in einem FAQ-Video auf meinem Hauptkanal letztens angesprochen habe und so wie jetzt dann auch bald mein Büroumbau demnächst vor der Tür steht, ich habe ja gesagt, ich möchte mein Livestreaming-Büro, also ich mich aktuell mal livestreame, bald zu meinem Hauptbüro machen, in dem ich einfach alles mache, was YouTube angeht. Ich bin immer noch gespannt, wie gut das Ganze rausläuft. Aber in dem Sinne bin ich aktuell sehr in der ganzen Materie drin, wenn es darum geht, irgendwie so Inneneinrichtungen, Büros, Wohnungen, Häuser etc. etc. Und mir ist aufgefallen, wie viel Spaß es einfach macht, in Gedankenwelten zu versinken, sich so zu überlegen, okay, wie soll mein zukünftiges Zuhause aussehen? Ich glaube, das ist was, das machen. Da haben sich schon viele drin verloren. Es macht doch halt einfach Spaß. Es ist ja so dieser typische, wie soll ich sagen, dieser typische Vorteil des deutschen Spießers, sag ich mal. Aha, hier sind die Früchte noch nicht nachgewachsen. GG, da müssen wir hier wohl noch ein bisschen warten, ne? Quasi Haus, Garten, Familie sind ja so diese stereotypischen Ziele des deutschen Spießers. Okay, es ist eigentlich allein schon, wenn ich über Vorteile rede, kotzt es mich schon an. Vorteile sind eines der schlimmsten Dinge, die es überhaupt gibt oder Stereotypen oder so weiter. Deswegen streichen wir das mal wieder. Egal, aber auf jeden Fall, aktuell reichen meine Gedanken nur so weit, wie soll meine nächste Wohnung aussehen? Weil das wird, vermute ich, der nächste große Schritt in meinem Leben, der irgendwann in ein paar Monaten oder Jahren ansteht. Denn ich wohne jetzt seit einiger Zeit hier in einer Dachgeschosswohnung, seit bald 2 Jahren. Ist noch gar nicht so lange, aber seit ich hier eingezogen bin, ist viel in meinem Leben passiert. Und tatsächlich lebe ich mittlerweile einen Lifestyle, der mehr Platz benötigt, als ich es ursprünglich dachte. Also ich dachte mir anfangs so, ich habe jetzt hier, ich sag mal, unterm Dach knapp 60 Quadratmeter, aber eben viel, so gut wie jeder Raum mit Dachschräge und so weiter. Und dafür, dass es hier eine 60 Quadratmeter Wohnung ist, habe ich verhältnismäßig viele Räume, weil es eben noch ein etwas älteres Haus ist, in dem die Wohnung hier reingebaut wurde. Sprich, ich habe keine großen Zimmer, sondern eher so viele kleine Zimmer. Das ist gar nicht so bad, aber ich habe halt in jedem Raum eine Dachschräge. Und dadurch, dass ich unterm Dach wohne, habe ich eben auch recht niedrige Decken. Und das ist etwas, von dem ich anfangs gar nicht wusste, dass es mich stört, bis ich jetzt so diesen krassen Vergleich habe von, ja, jahrelang jetzt bald in einer Wohnung mit niedriger Decke zu wohnen und dann ab und zu immer mal wieder in Wohnungen zu kommen, die sozusagen eine hohe Decke haben. Also die Höhe der Zimmerdecke war für mich irgendwie nie ein Thema, bis ich jetzt da mal wirklich quasi, wie soll ich sagen, ja, angefangen habe hier zu wohnen, um dann zu schnallen, okay, dieses Thema Zimmerdecke oder Höhe der Zimmerdecke ist doch ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn es um, ich sage mal, Wohnkomfort geht. Das ist wirklich, wirklich krass, weil das ist irgendwie nur sowas, was dich, oh boy, meine Ausdauer, das ist irgendwie nur was dich so, was dir so unbewusst, sag ich mal, im Schädel ist. Also klar, du weißt irgendwie, ja klar, hohe Decken sind irgendwie angenehmer und so,
Aber es ist legit so, dass du dich in Räumen mit hoher Decke einfach viel, viel freier fühlst. Und das ist was, das war mir nicht bewusst. Ich meine, als ich hier eingezogen bin, das hier ist meine erste eigene Wohnung. Das sind so Dinge, über die denkst du nicht nach. So, wenn du den Beschluss fasst, von daheim auszuziehen, dann ist dir im ersten Moment alles scheißegal. So, dein einziges Ziel ist, okay, ich möchte irgendwo an einem Ort, der mir passt, möchte ich eine Wohnung finden, ne? Und die soll einigermaßen bezahlbar sein und jetzt vielleicht nicht super klein und darunter gekommen. Der Rest ist dir, wenn du das erste Mal von zu Hause ausziehst, und ich glaube, da können mir alle zustimmen, die bereits von zu Hause ausgezogen sind, das ist dir vollkommen Wumpe. So, die ist eigentlich scheißegal, wie die Wohnung aussieht. Hauptsache, sie ist nicht so heruntergekommen. Sie ist einigermaßen an dem Ort, der dir taugt. Und sie ist bezahlbar. Das sind die Komponenten, auf die du achtest. Und genau so war es auch hier. Ich muss sagen, ich habe einen unglaublichen Glücksgriff mit meiner Wohnung gemacht. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf irgendwelche Finanzen oder so eingehen, aber ich habe die Wohnung über einen persönlichen Kontakt bekommen. Und ich wohne hier wirklich zu einem unglaublich günstigen Preis. Also ich muss meinem Mieter hier unfassbar dankbar sein, dass er mir diese Wohnung hier so wirklich sehr, sehr günstig zur Verfügung stellt. Sag mir, warum kann ich das nicht skippen? Jetzt kann ich skippen. dementsprechend, das war auch einer der Hauptargumente, so einfach einen Mieter zu haben, den du persönlich gut kennst, und einfach in einer Wohnung zu wohnen, für die du wirklich sehr, sehr wenig zahlen musst. Und vor allem, du hast halt auch einfach, man hat einfach keine Komplikationen, wenn man den Vermieter gut kennt. Also, es kommen nie irgendwelche Pflichten auf mich zu, wie ich muss mal, keine Ahnung, ich muss so und so oft das Treppenhaus putzen oder ich muss noch das und das intakt halten oder so. Es ist wirklich, also, es ist einfach, als ob du bei einem Freund wohnen würdest, dem halt die Wohnung gehört. Und so ist es im Endeffekt auch. Also, ne, er ist ja relativ deutlich älter als ich, aber auf jeden Fall jemand, zu dem ich einen sehr guten Kontakt habe und dementsprechend mega geil. Na, aber trotzdem, jetzt haben sich natürlich dann in den letzten 2 Jahren hat sich in meinem Leben viel geändert. Jobtechnisch, charaktertechnisch, auch hobbymäßig und alles. Ich meine, als ich hier eingezogen bin, war ich ein, wie alt war ich, als ich eingezogen bin? 21. Ein 21-jähriger IT-Consultant, der gerade mit seiner Ausbildung fertig war und der halt nebenbei ein bisschen YouTube gemacht hat. Und ich war eigentlich sowieso recht selten daheim, weil ich immer beim Sport war oder mit der Arbeit unterwegs war. Und dementsprechend habe ich auch nicht viel Platz gebraucht. Und wenn ich hier für YouTube gearbeitet habe, sitze ich hier in meinem Arbeitszimmer, da wo ich jetzt auch sitze. Also es ist eigentlich, wenn ich in meiner Wohnung bin, bin ich immer nur hier. Und deswegen dachte ich mir so, alles klar, ich habe Küche, Bad, Schlafzimmer, alles gut. Und dann habe ich noch ein Wohnzimmer, wo halt ab und zu, wo man mit Leuten chillen kann, wo man halt auch einfach mal einen entspannten Abend verbringen kann und so weiter. Also, ne, das sind meine Gedanken, das hat auch voll gepasst. So, seitdem hat sich jetzt aber einiges getan. Ich bin 2 Jahre älter geworden, das ist, denke ich mal, das, was noch am irrelevantesten ist. Aber aus ich bin kaum daheim wurde ich bin fast 24/7 daheim, weil ich nun mittlerweile einfach mein kompletter Job von daheim umsetzbar ist. Also theoretisch müsste ich mein Haus nicht verlassen, um Geld zu verdienen. Natürlich muss ich einkaufen gehen und so weiter und gehe zum Sport und besuche Freunde, aber ich meine, rein theoretisch könnte ich 24/7 meines Lebens hier drin verbringen. Na, wenn man sich Essen liefern lassen würde, dann müsste ich sogar gar nicht mehr rausgehen. Ja, okay, man muss immer noch so ein paar Haushaltsgegenstände einkaufen. Aber ihr versteht die Theorie. Ne? Also aus ich bin ab und zu daheim wurde, ich bin so gut wie immer daheim und arbeite von hier. Zusätzlich kommt noch dazu, dass ich jetzt, wie soll ich sagen, hier drin auch häufiger filme. Ne? Also ich habe jetzt eigentlich für Real-Life-Videos, wie zum Beispiel auch das für das FAQ-Video auf dem Hauptkanal. Ich habe eigentlich nur einen Spot, wo ich abseits meines Schreibtisches, sage ich mal, gut Videos filmen kann. Und das ist in meinem Wohnzimmer direkt vorm Fernseher. Da kann ich mich so chillig auf den Boden setzen, auf so einen Teppich. Im Hintergrund habe ich eine kleine LED-Leiste in einem flachen Regal. Und ich kann halt meinen Fernseher anmachen und da irgendwas Cooles drauf abspielen. Aber das war's halt auch schon. Wenn ich Videos im Stehen hier aufnehme, sieht das teilweise super weird aus, weil ich ein recht großer Mensch bin und die Decke quasi fast unter meinem Schädel ist. So knapp ist es nicht, aber schon sehr. Also fürs YouTube-Video drehen taugt das halt nicht sonderlich gut. Das war aber halt damals, als ich hier eingezogen bin, auch noch kein Thema. Das muss man eben auch einfach mal dazu sagen. Videos, ich habe damals meine Wohnung nicht danach ausgesucht, ob ich hier drin gut Videos drehen kann. Weil ich dachte mir, okay, so ich kann ja, meine Videos kann ich ja super am, also ich...
meine Videos, die ich mache, mache ich halt nur am PC. Da war noch gar nicht in Aussicht, dass ich selbstständig davon werde. Da war das zwar ein nices Hobby, definitiv, aber auch nicht mehr. So, es war halt ein nices Hobby. Und ja, und jetzt ist daraus halt einfach ein Job geworden. Das ist schon crazy. Und warum ist jetzt eigentlich kein Croc erschienen? Ah, jetzt, okay, ich habe es an die falsche Stelle abgelegt. Und das sind jetzt alles so Sachen, die mich halt so, wo ich dann Stück für Stück merke, okay, vielleicht passt die Wohnung halt einfach nicht mehr so hundertprozentig in meinen Lebensstil rein. Na, ich bräuchte theoretisch einfach, ja, mehr Freiraum oder beziehungsweise, ja doch, eigentlich größere Räume, um auch im Endeffekt mehr Dekorationsmöglichkeiten zu haben. Allein schon, um besser Videos drehen zu können. Ich bräuchte irgendwie abwechslungsreichere Räume, sage ich mal, weil ich einfach fast 24/7 daheim bin. Und da wäre es halt schön, neben meinem Arbeitszimmer noch einen anderen Raum zu haben, in dem ich mich gerne aufhalte, weil mein Wohnzimmer ist halt auch aufgrund dieser riesen Dachschräge, was drin ist und so weiter, halt nice, wenn Leute da sind, weil dann kann man sich auf die Couch gemeinsam chillen und das ist dann halt dann fast so Lounge-Charakter, weil die Couch sehr tief ist und dann die Dachschräge direkt über einem und so weiter. Da hat man einfach das Gefühl, man würde so ganz flach über dem Boden sitzen und da so, keine Ahnung, so halt einfach chillen, das ist auch ganz nice, aber ne, einfach mal so ein Raum, der einfach mal relativ groß und weitläufig ist. Wo du halt zum Beispiel auch mal drin Sport machen kannst oder so. All das sind Dinge, die hier drin aktuell nicht möglich sind, weil ich kann hier nicht mehr hüpfen. Ich könnte nicht mal einen Burpee machen zum Beispiel. Oder Just Dance spielen. Das sind auch so Sachen, die mir gefordert werden. So, wie ich spiel mal Just Dance. Hier drin nicht machbar. Hier drin nicht umsetzbar. Ganz simpel, weil mir einfach der Platz fehlt. Und es ist halt auch einfach, wie gesagt, ich erwähne das immer wieder, Freiheit ist so mit das größte und wichtigste Gut für mich. Also Freiheit ist, glaube ich, wirklich so die wichtigste Eigenschaft in meinem Leben, auf die ich am meisten Wert lege. Und da ist halt eine relativ, eng ist falsch, aber halt eine relativ, wie nennt man das? Was ist der passende Begriff dafür? Ja, vielleicht doch eng. Eine relativ enge Dachgeschosswohnung ist halt nicht das. Aber all das sind halt Dinge, die mir erst im Laufe der Zeit so klar geworden sind. Und dementsprechend überlege ich mir halt immer, okay, wenn ich irgendwann mal hier wieder ausziehe. Also, jetzt bitte, das klang jetzt alles super negativ, ne? Das klang jetzt so, als ob ich in meiner Wohnung so übelst unglücklich wäre und so weiter. Um Gottes Willen, meine Wohnung ist super, ne? Also, das ist aber, es gäbe halt mittlerweile viel Verbesserungspotenzial. Das ist wie wenn ihr so, keine Ahnung, eine 3 in der Prüfung schreibt und normalerweise eine 2er und 1er schreibt. Eine 3 ist nicht schlecht, so eine 3, nicht schlecht! Eine 3 ist was damit, eine 3 ist solide. Ich würde sagen, die Wohnung ist solide. Die Wohnung ist solide, ich glaube, das ist ein guter Begriff. Also ich bin hier definitiv nicht unglücklich, aber es gäbe einfach mittlerweile viel Verbesserungspotenzial. Und dementsprechend spiele ich einfach sehr, sehr häufig mit dem Gedanken, okay, wenn ich hier irgendwann rausgehe, Was sind Dinge, auf die du achtest? So, welche Kriterien müsste deine neue Wohnung erfüllen? So, wenn du jetzt freie Wahl hättest. Und das meinte ich am Anfang des Videos mit Träumen so. Wenn du dir so eine Traumwohnung zusammenstellen könntest, wenn du quasi wie in Sims von null auf eine neue Wohnung bauen könntest. So, was müsste drin sein? Und boah, so immer sobald ich anfange drüber nachzudenken, werde ich einfach mal übel glücklich. Weil ich, keine Ahnung, es macht mir Spaß. Mir macht es richtig Spaß, so mir Wohnräume auszudenken. Ich glaube, Architekt wäre ein Job, der mir übel taugen würde. Innenraumarchitekt. Ich glaube, Innenraumarchitekt, damit, das wäre ein Job, mit dem ich echt glücklich werden würde. Auf jeden Fall, wie ich es gerade schon gesagt habe, hohe Decken. Also ich will in meiner neuen Wohnung müssen auf jeden Fall hohe Decken drin sein. Das sehe ich jetzt immer wieder, wenn ich bei anderen Leuten zu Besuch bin, die eben hohe Decken haben. Da denke ich mir so, damn, das ist wirklich was, was dir fehlt. Das ist wirklich was, was dir aktuell fehlt. Lol. Wieso explodieren die, wenn ich draufschlage? Liegt das an dem Schwert? Ich habe ein Schwert, das für Explosionen sorgt, wenn ich auf Wächter haue. Okay, interessant, wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Aber wie gesagt, das also hohe Decken, das ist, oh, ich will eine Wohnung mit hohen Decken haben. Das ist so, oh, das wäre so wild, das wäre so schön. Aus den verschiedensten Gründen, wie gesagt, du kannst hohe Decken so geil beleuchten. So, wenn du dann am Boden irgendwelche coolen LED-Strahler aufstellst und die leuchten dann so eine ganze Wand ewig weit hoch bis zur Decke und die ganze Wand leuchtet bunt, uff, mega schön. Dann natürlich einfach das Feeling beim Wohnen, so. Ganz obviously, ganz obviously. So, du hast einfach ein unglaubliches Gefühl von Freiheit, wenn du hohe Decken hast. So, das ist einfach Fakt. Und es ist halt auch einfach, du, ja, es ist nicht nur dieses Freiheitsgefühl, aber du hast auch so ein bisschen das Gefühl bei hohen Decken, als ob du, ach, ich weiß
weiß nicht, das ist so schwer zu beschreiben. Ich finde das einfach ultra schön und angenehm. Ne, also das wäre auf jeden Fall Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist offen. Also nicht nur nach oben, sondern auch, ne, vielleicht irgendwie offene Küche, direkt ins Wohnzimmer. Möglichst wenig Wände. Wäre auf jeden Fall das nächste. Und ich würde vermutlich nicht nochmal eine Dachgeschosswohnung ziehen. Mit Ausnahme, wenn die Dachschräge relativ weit oben ist. Also wenn ich in einer Dachgeschosswohnung bin, aber die Dachschräge erst relativ weit oben anfängt, wo wir beim Thema hohe Decken wären, dann wäre das auch voll in Ordnung. Also prinzipiell mit Dachschrägen habe ich kein Problem. Auch die Wohnung meiner Eltern hat Dachschrägen enthalten. Also das ist jetzt nicht das Problem. Aber bei mir fangen die Dachschrägen schon relativ weit unten im Zimmer an. Und also die sind sehr, sehr markant in den Räumen. Also das wäre auf jeden Fall auch ein Punkt. Am liebsten keine Dachschrägen, aber wenn welche drin sind, dann müssten sie halt, sage ich mal, nicht den Wohnraum einschränken. Weil sobald die Dachschrägen anfangen, kann ich da halt aufrecht nicht mehr wirklich drin stehen. Ich habe halt einfach das Problem, dass ich ein 1,95 Meter Mensch bin. So. Ich bin einfach 1,95 Meter groß und da hast du einfach andere Anforderungen an die Wohnung. Ich merke das immer wieder hier, wenn ich Leute zu Besuch habe, die deutlich kleiner sind. Also gerade bei Frauen, wenn sie halt einfach mal 1,60 oder 1,70 groß sind, was ja bei Frauen häufiger vorkommt als bei Männern. So, die können sich hier drin einfach komplett frei bewegen. Und die kommen an Orte ran, also da müsste ich schon gebückt gehen. Und da habe ich dann auch gemerkt, so, okay, ne Dach, so wenn du ein bisschen kleiner wärst, hättest du viele Probleme hier drin nicht. So, auch wenn eine kleine YouTuberin hier drin Videos drehen würde, dann würde das auch nicht direkt so Panne aussehen wie bei dir, Hübi. Da habe ich dann auch gedacht, so, groß zu sein hat sehr, sehr häufig Vorteile. Aber gerade so was Wohnen angeht, ne, was Platz beim Wohnen angeht, ist Kleinsein, glaube ich, ultra nice. So, da hast du als kleiner Mensch auf jeden Fall Vorteile. Genau, also wir sind Wohnung auf jeden Fall große, hohe Decken und wenig Wände, viel Freifläche. Das wäre mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Dann, das ist eine total banale Sache, ich glaube, die fühlst du auch nur als Technikfreak oder als YouTuber. Dadurch, dass das hier ein Altbau ist, hat diese Wohnung 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, ich habe mich verzählt. Wisst ihr was, wir legen den Stein hier einfach, nee. Okay, Moment, ich erzähl gleich weiter. Warte mal. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9. Okay, das heißt, hier muss auf jeden Fall einer hin. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Könnte das hier sein? Ich kann mich aber auch verzählt haben. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Wisst ihr was, ich lege das jetzt einfach überall hin. Und irgendwann wird's passen. Irgendwann wird 2, 4, 6, 8, 9. Hier sind auch 9. Vielleicht passt's hier. Jawohl. Hier passt es. Sehr schön. Naja, also das ist eine Sache, die du nur als Technikfreak fühlst, aber viele Steckdosen. So, meine Wohnung, dadurch, dass sie ein Altbau ist, hat halt einfach super wenig Steckdosen. Geschweige denn irgendwelche festen LAN-Anschlüsse hier im Haus verbaut. Sowas gab es noch gar nicht, glaube ich, als das Haus hier gebaut wurde. Und gerade als jemand wie ich, der viele technische Geräte hat, sei es jetzt irgendwelche Smart-Home-Geräte von Amazon, deren Namen ich jetzt nicht sagen will, weil ansonsten der Assistant auf mich hören würde. Oder eben irgendwelche coolen LED-Streifen, Konsolen, PCs, Belichtung, Musikboxen. Also ich bin ja wirklich ein absoluter Technikfreak und am liebsten würde ich ein komplettes Smart Home haben. Aber es ist halt absolut unbezahlbar. Zumindest mit dem Geld, was ich aktuell verdiene. Aber das ist eine Sache. Also ich struggle halt so regelmäßig damit, einfach Steckdosen zu finden, ne? Also das würde ich in meiner neuen Wohnung auf jeden Fall auch gerne haben. Viele Steckdosen oder einfach schon von vornherein alles so geplant haben, dass man vielleicht auch einfach mal, ich sag mal, chillig viele Mehrfachstecker und so weiter legen kann. Dass man auf jeden Fall nie das Problem hat, keine Steckdose zu finden, ne? Oder eben halt auch manche Smart-Home-Geräte oder allgemein irgendwelche Belichtungen oder Boxen oder so nicht aufstellen zu können. Weil da, wo sie eigentlich optisch super hinpassen würden und auch Sinn ergeben würden, kannst du sie nicht aufstellen, weil du keine Steckdose da hast. Das habe ich so häufig, gerade mit Musikboxen. So, ich habe so ein paar Spots hier in meiner Wohnung. Ey, da würden Musikboxen so gut hinpassen und dann hätte man so einen schönen Sound.
Klappt aber nicht, weil da einfach keine Steckdose ist. Und bis man an diese Orte, wo die Musikbox gut hinpassen würde, bis man da irgendwelche Kabel verlegt hat, never ever, würde man niemals schön aussehend hinbekommen. Also das wäre auch eine Sache, die auf jeden Fall meine neue Wohnung müsste. Ansonsten habe ich rein an den Aufbau der Wohnung gar keine so großen Ansprüche, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob das schon anspruchsvoll ist, was ich jetzt gerade aufgezählt habe. Kann ich nicht einschätzen. Aber das wäre tatsächlich so, das wären auf jeden Fall so die Hauptdinge. Viel, viel Freiraum einfach. Und einfach eine Möglichkeit, das Haus technisch gut auszustatten. Am besten mit LAN-Anschlüssen. Aber es wäre auch in Ordnung, wenn es einfach nur viele Steckdosen geben würde. Damit wäre ich schon massiv zufrieden. Dann gibt es natürlich so ein paar Goodies, die einfach nice to have wären, aber kein Muss. Zum Beispiel, was ich merke, was mir ein bisschen fehlt, ist ein Balkon oder eine Terrasse. Das habe ich halt hier einfach nicht. Das war mir auch klar und das ist jetzt auch nichts, dem ich groß nachtrauere. Aber ich merke halt, wenn ich bei Leuten zu Besuch bin, die einen Balkon oder eine Terrasse haben, und bei meinen Eltern hatten wir einen Balkon, das heißt, ich bin eigentlich ein Kind, was mit Balkon aufgewachsen ist, da ist es schon ein bisschen weird, dass du halt wirklich nur an die frische Luft kommst, wenn du wirklich deine Wohnung komplett verlässt. So eine Dachterrasse oder eine Terrasse mit Garten oder einem Balkon oder so weiter, wo du dich halt einfach mal kurz für 10 Minuten raussetzen kannst, wo du ein paar Sitzmöbel aufstellen kannst oder so, das habe ich halt nicht. So, wenn ich rausgehe, wenn ich frische Luft möchte, muss ich halt immer spazieren gehen, joggen gehen oder so weiter. Ich kann halt nicht irgendwo mal schön ein paar Gartenmöbel aufstellen, dann einfach mal 30 Minuten so ein bisschen auf dem Balkon oder auf der Terrasse verbringen. Das wäre so nice to have. Das wäre schon cool, aber das wäre jetzt nicht irgendwie ein Pflichtargument, anhand dessen ich meine neue Wohnung aussuchen würde. Ansonsten, ich denke gerade noch ein bisschen nach. Wie gesagt, sonst bin ich eigentlich gar nicht so anspruchsvoll. Also es ist jetzt, klar wäre irgendwie, wäre es schön, wenn du so eine große Küche hast. Ja, wäre cool, aber das ist alles nicht so, das ist nicht so zwingend notwendig. So, das wären alles so, yo, wäre nice, aber das sind alles Sachen, die wahrscheinlich auch die Wohnung wieder teurer machen würden. Und am Ende des Tages, wenn man jetzt nicht super reich ist, muss die Wohnung natürlich auch ganz simpel und einfach bezahlbar bleiben. Na, das ist einfach auch ein Faktor. Oder man schaut halt, okay, ich muss irgendwie mehr Geld verdienen, dass ich mir bessere Wohnungen leisten kann. Aber dafür arbeite ich ja viel und das ist ja am Ende des Tages auch irgendwo das Ziel. Und das ist auch die Devise, mit der ich hier in diese Wohnung gegangen bin. Ich habe immer gesagt, diese Wohnung ist der Startschuss für was Großes. Das habe ich immer gesagt. Und ich habe gesagt, ich werde hier oben in dieser Wohnung so lange hustlen, bis ich mir irgendeine Baba-Wohnung leisten kann. Also zwischen dieser Wohnung und einer geisteskranken, nicen Wohnung wird kein Zwischenschritt mehr sein. Wenn ich diese Wohnung hier, wenn ich dieses Dachgeschoss irgendwann verlasse, dann für irgendeine nice Wohnung. Für sowas richtig Gutes, wo du mal locker 5 bis 10 Jahre drin verbringen kannst und dich immer noch wohlfühlst. Das war von Anfang an meine Devise und dazu stehe ich jetzt immer noch. Aber dafür acke ich mir gerade auch hardcore den Arsch ab, dass man sich sowas dann vielleicht irgendwann leisten kann. Oder, wer weiß, vielleicht zieht man auch irgendwann gemeinsam in irgendeine Wohnung mit einem Partner. Aber danach sieht es aktuell nicht aus. Aber das sind Dinge, die können halt einfach von heute auf morgen passieren und auf einmal ändert sich dein ganzes Leben. Das sind Sachen, womit du nicht planen kannst. Man plant natürlich immer nur mit dem, was man aktuell hat und was realistisch ist. Man projiziert einfach nur den aktuellen Zustand in die Zukunft. Es ergibt keinen Sinn, unvorhersehbare Ereignisse in seine Planung mit aufzunehmen. So, du planst mit dem, was du jetzt hast. Und wenn sich irgendwas ändert, dann musst du deine Pläne halt neu machen. Ja, aber das ist auch so eine Sache. Genau, und dann, wenn ich eine Wohnung gefunden hätte, die diesen Anforderungen entspricht, dann würde ich mich auf jeden Fall an die Planung ransetzen, dass alles richtig schön beleuchtet ist. Also, das ist auch eine Sache, die mir jetzt erst, während ich hier wohne, aufgefallen ist, wie viel Einfluss Licht auf deine Laune hat. Sei es jetzt Tageslicht, durch große Fensterfronten oder weiß ich, offene Räume, wo viel Tageslicht reinkommt. Das ist nämlich auch eine Sache. In der Wohnung sind relativ wenig Fenster. Das ist vielleicht auch noch was ich ändern würde. Ja. Also das wäre auch noch so eine Sache. Aber allgemein, also Licht hat so viel Einfluss auf die Laune. Das hätte ich nicht gedacht, als ich hier eingezogen bin. Ich war halt absolut blauäugig. Ich meine, wenn man noch nie eine eigene Wohnung hatte, woher sollst du wissen, worauf du beim Wohnungskauf achten musst? So, das ist. Und wie gesagt, wenn man die Wohnung auch einfach nur zu so einem übelsten Baba-Preis bekommt, wie ich das getan habe, das sagst du nicht nein. So, dann nimmst du die Wohnung, sagst danke
dass ich mit so wenig Geld eine eigene Wohnung habe und dann passt das. Na, aber wenn ich dann so eine Wohnung hätte, wäre mein erster Schritt auf jeden Fall, überall Licht zu installieren. Vor allem ganz, ganz, ganz viel passives Licht. So schöne Strahler, die die Wände beleuchten. Licht, was sich vielleicht passend zu Bildschirm beziehungsweise also zu deinem PC oder zum Fernseher oder so anpasst. Musik, dass die vielleicht so leicht zur Musik wabert. Licht, was du auf jeden Fall dimmen kannst, wo du die Farbe einstellen kannst. All das sind Sachen, die mir persönlich super wichtig sind. Das ist jetzt keine technische Spielerei, wo man sagt so, oh, das ist doch eine typische Nerd-Sache. Nee, Licht hat wirklich unfassbar aktiven Einfluss auf den Vibe eines Raumes, auf allgemein auf deine Stimmung. Und das wäre was, da werde ich bei meinem neuen Büro auf jeden Fall viel Fokus drauf legen. Also, wenn ich jetzt dann die Tage oder in den nächsten Wochen mal, ich habe ja vor, im Stream gemeinsam mit euch wie so eine Art Plan zu erstellen, ne, wie mein neues Büro aussehen soll, weil ich ja auch einen 24-Stunden-Stream machen möchte, bei welchem ich sozusagen einfach Spenden für das neue Büro sammle. Da werde ich von Anfang an den Plan erstellen, okay, so und die und die Lichter möchte ich installieren und so sollen die miteinander harmonieren, weil ich will dann auch, dass alle Lichter sich gleichschalten können, das habe ich jetzt schon teilweise. Aber das sind alles so Sachen, die am Anfang vielleicht super nerdig klingen. So, oh ja, da kommt der Mann in ihm wieder raus. Das sind so Nerd-Sachen. Schwachsinn. Jeder steht auf geile Beleuchtung. So, und das hat auch, wie gesagt, Einfluss auf die Laune. Egal von wem, egal ob von Mann oder Frau. Oder Technik-Nerd oder nicht Technik-Nerd. So, jetzt bin ich nur gerade ein bisschen überfragt, weil mir hier eigentlich ein Frog angezeigt wird. Ich nur absolut keinen Schimmer habe, wo der sein soll. Lass mich mal eben nachgucken, bevor wir jetzt hier viel zu viel Zeit verlieren. Ich habe ja hier meine wunderbare App. Ah, I get it. Das wird nicht angezeigt. Ah, doch, jetzt sieht man es. Da, seht ihr es? Ab und zu, wenn man sich nähert, da, dann tauchen hier Feenlichter auf, mit denen man interagieren kann. Okay, sehr schön. Also Licht wäre mit eines der größten Dinge, wo ich wahrscheinlich auch am meisten Geld rein investieren würde. Ne? Auch schön steuerbar über irgendeine App oder so weiter. Allgemein so, Smart Home technisch brauche ich eigentlich gar nicht so viel. So, ich brauche jetzt nicht unbedingt die Heizung, die sich selber an- und ausschaltet. Wobei das tatsächlich noch eines der einfachsten Dinge ist. Oder die Spülmaschine, die alles selber macht. Oder der Kühlschrank. Das sind alles Dinge, da ist mir Smart Home gar nicht wichtig. Aber bei Licht und Musik, das sind beides Sachen, die meiner Meinung nach, so wo viele Menschen unterbewusst wissen, dass es ihnen gut tut, aber den Leuten das noch nicht so aktiv bewusst ist, dass sie da bei ihrer neuen Wohnung irgendwie jetzt vielleicht Wert drauf legen würden. Aber ich würde dann auch gerne in jedem Raum einfach schöne Musik haben wollen und dass man die sich auch überall gut anhören kann und in jedem Raum dann auch schöne Musik spielt und dann auch an den Räumen, an denen man vielleicht mehr arbeitet oder mehr Zeit verbringt, dann auch wirklich da schöne Anlagen stehen, ne, mit irgendwie angenehmen Subwoofern. Oder einfach nur schöne Boxen, die einfach einen niceen Klang erzeugen. Also Licht und Musik wären meine Hauptfaktoren in der neuen Wohnung. Dekoration ist auch eine wichtige Sache. Das Ding ist nur, ich bin eigentlich ein Freund von Echtpflanzen. Ich finde Pflanzen sehr, sehr schön. Ich weiß aber, dass ich jemand bin, ich merke es jetzt schon, ich komme ja kaum zum Staubsaugen oder Abwaschen, obwohl ich es schon lange hätte mal wieder machen müssen, weil ich so viel arbeite. Und ich wüsste einfach, dass jede Echtpflanze, würde bei mir einfach sterben, wenn ich sie mir kaufen würde. Ich habe eigentlich nur künstliche Pflanzen hier drin, so damit wenigstens ein bisschen grün hier drin ist. Aber eigentlich, ich habe drei Mini-Kakteen. Die muss man vielleicht nur alle 2-3 Monate gießen, glaube ich. Also die leben noch, die leben auch schon seit 1,5 Jahren. Also da bin ich sehr stolz drauf, dass die mir noch nicht abgestorben sind. Das ist sehr schön. Aber ansonsten, wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich mir nur irgendwelche Zimmerpflanzen holen. Ne? So ganz normale Sträucher oder irgendwelche, keine Ahnung, Aloe Vera oder was man sich nicht alles in der Wohnung stellen kann. Blumen oder sogar ganz fancy irgendwelche Bonsai-Bäume oder so, die halt alle ultra schön aussehen. Einer nach dem anderen wird mir wegsterben. Weil ich sehr viele Dinge in meinem Schädel habe und diese Pflanzen mit Sicherheit sehr weit unten auf meiner Prioritätenliste stehen würden. Und die dann würde ich, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit nach Einkauf schon tot werden. So. Auch wenn ich sie nice finde,
Es gibt leider zu viele Dinge, die ich noch nicer finde als Pflanzen und dementsprechend würden die keine Aufmerksamkeit von mir bekommen. Und ich habe auch einfach viel zu selten Gäste da, als dass es sich lohnen würde, die Wohnung so ultra schön zu dekorieren. Ich verbringe sowieso 95, also...